Hey ho und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Forza Horizon 5. Heute mit dem 2020er Hyundai i30N Performance Facelift. Wir werden uns heute das Fahrzeug in der Serienversion anschauen und das Tuning-Potenzial sehr ausreizen, denn ich habe heute einiges mit diesem Wagen vor. Erstmal, wie immer, wie kriegt man den Wagen? Er ist gerade nicht in der Charakter Customization, wer hätte das gedacht, sondern in der Festival Playlist für 20 Punkte zu haben. Im Winter. Wir sind schon wieder fast am Ende. Das ging schnell. Danke, Verkehr. Das ging schnell. So schnell ist auch wieder fast ein Monat rum. Wir werden uns das Fahrzeug mal in der Optik anschauen, so wie wir es immer tun. Wir haben hier vor uns natürlich das Facelift-Modell des Hyundai i30N. Das heißt natürlich erkennbar an den neuen Scheinwerfern, an dem etwas anderen Grill. An auch den Felgen. Die Felgen sind exklusiv für das Facelift. Sind nicht auf dem alten i30 in Anführungszeichen. Die Rückleuchten sind auch überarbeitet worden. Sowie Diffusor- und Auspuffendrohre. Und ich liebe dieses Auto. Ich weiß nicht wieso, aber ich mag dieses Auto wirklich, wirklich sehr. Und ich bin sehr froh, dass er endlich ein Forza ist. Er war auf meiner Wishlist schon gut weit oben. Und endlich haben wir ihn im Spiel. Ich durfte auch in echt schon mit einem fahren. Und also in einem fahren, nicht mit. Und es ist halt wirklich einfach cool. Hyundai als Marke hat sich sowieso gemacht. Und wir steigen mal ein. Wenn ich darf. Dankeschön. Tür. Danke. Ja, wir haben hier bisschen Stoff, ein bisschen ist das Alcantara von der Textur, maybe. Ansonsten ganz normales Interieur. Wir haben das Display, wir haben Automatik, wir haben Infotainment, wir haben ein sehr schönes Lenkrad mit N-Emblem hier unten dran und analogen Tachos und wir machen das Fahrzeug mal an. Kraftmesser in der Mitte und Geschrei hinten raus. Und ich finde, das klingt auch vielversprechend. Ja, um den Wagen. Der Wagen ist ein bisschen kurios in-game. Kommen wir gleich noch zu, warum. Nee, 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 das fahren wir diesmal nicht. Nein, 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 das machen wir diesmal nicht. Also, der Wagen ist von den Stats mal wieder ein bisschen kurios in Forza. Man kennt, man kennt, man kennt. Denn der Hyundai i30N kommt mit einem 2 Liter Reihen-Vierzylinder Turbomotor. Soweit alles gut. Wir haben den ja schon kennengelernt quasi in einer anderen Version im Hyundai Kona N am Anfang der Serie. Jetzt eben im richtigen i30N. Und der spuckt 275 PS und 353 Newtonmeter Drehmoment aus. Jetzt werden einige schon ein bisschen verwirrt sein, die vielleicht diverse Automagazine lesen oder andere Fahrzeugformate verfolgen. Ja, mittlerweile hat der Hyundai i30N Facelift 280 PS und 392 Newtonmeter. Die Version, die eigentlich hier im Spiel sein sollte, hat nur 275 PS, was eben dem alten Hyundai entspricht. Dem alten Hyundai Facelift, wenn man so will. 353 Newtonmeter sind aber dann wiederum kurios. Die werden zwar angegeben bei der ersten Riege des Facelifts, aber im Spiel hat er mehr. Der 378 Newtonmeter. Was halt, ich habe keine Ahnung, wo der herkommt, wenn ihr es mir sagen könnt, gerne. Er hat ein angegebenes Leergewicht von 1,58 Tonnen, im Spiel auch deutlich leichter. Hat eine 6-Gang-Automatik.
Fragt mich nicht. Hat er auf jeden Fall, weil wir schalten hier mit Schaltmücken. Haben natürlich auch die Automatik im Innenraum. Das Ganze natürlich Frontkratzer, ne? Also Frontantrieb. Sind wir unterwegs. Von 0 auf 100 geht der Wagen in 6,1 Sekunden. Hat eine angegebene Top-Speed von 250 km/h. Und kostet 33.435 Euro aufwärts. Was auf jeden Fall schon schmackhaft ist. Zumindest neu. Ja, also den ein oder anderen Hyundai i30N Facelift kriegt man dann doch schon auf dem gebrauchten Markt, würde ich sagen. Jungs, bremsen nix gut diese. Und ja, ich bin froh, wie gesagt, dass er im Spiel ist. Ich habe mich sehr gefreut, als er angekündigt wurde. Ich mag den Wagen. Und ich finde die Klasse an Auto, die er ist, oder verkörpert, oder den er halt ist, so unterbesetzt in Forza. Aber so hundertprozentig. Und endlich haben wir den Hyundai i30N und ich freue mich und ich hab Bock. Ich hab Bock, Herrgott nochmal. Ich mag dieses Auto wirklich sehr. Mal gucken, was wir heute mit anstellen werden. Backfire, obwohl kein Backfire da ist, okay. Kann man natürlich auch machen. Könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr reagiert habt, als der i30N angekündigt wurde. Entschuldigung. Weil ich freue mich, wie gesagt, sehr. Wir haben ja auch, wie gesagt, die Performance-Variante im Spiel. Es gibt hier einen Hyundai i30N. Beziehungsweise als Basis halt den Hyundai i30, dann den Hyundai i30N und den Hyundai i30N Performance. Wir haben tatsächlich eine Performance-Variante. Zeichnen sie sich dadurch aus, dass wir halt einfach ein bisschen mehr Leistung haben. Es gibt nämlich auch einen Hyundai i30N mit 250 PS. Den haben wir hier natürlich nicht. So einfach ist es. Oh, dieses Standgas. Boah, das hört er jetzt nicht. Weil ich will das Spiel noch nicht so laut drehen jetzt temporär. Allein das Standgas von dem Hyundai. Boah, das ist schon böse. Es ist schon böse. Und das Auto wird auch noch böser. Boah. Allein wie fiese der guckt. Grandios. Da hat Hyundai wirklich gute Arbeit geleistet mit dem Facelift. Beim Hyundai i20 zum Beispiel würde ich eher das Gegenteil sagen, bisher. Für mich, aber da sind wir nicht, denn jetzt sind wir erstmal beim normalen Hyundai i30N. Der sogar Motorswaps hat, oder Motorswap, und ich würde behaupten, das ist ein Turbo Rally. Welch Überraschung. Wir können natürlich auf Heckantrieb und Allrad gehen, das werden wir nicht tun. Und jetzt auch eine Besonderheit des Hyundai i30N, nämlich die Anbauteile, die er tatsächlich spendiert bekommen hat, und zwar auf doppelte oder dreifache Art und Weise. Nämlich haben wir ein Karosserieset von Maxton Design. Die sind eine Firma für Tuningteile. Viele Fahrzeuge sind in deren Katalog quasi hinterlegt. Also die haben da schon einige Teile für einige Autos. Darunter eben der Hyundai i30N. Können wir einmal kurz voll drauf machen. Nee, das nicht. Haben wir einmal vorne die Lippe mit Flaps, dann einen Seitenschweller, hinten den den Diffusor und oben diese kleine Spoilerlippe. Des Weiteren haben wir hier eine Forza Aerodynamik vorne aus Forza Motorsport 8, weil hier einfach eine Schlaufe dranhängt und kein Haken. Das ist besonders. Ansonsten haben wir hinten einen ganz besonderen Flügel. Machen wir auch einmal kurz das Set drauf, denn zum Non-Facelift gab es einen Prototypen, so wie ich das verstanden habe, eines i30 mit ein bisschen mehr Race-Time, weil Hyundai einfach ein bisschen mehr Leben in die Bude bringen wollte. Und die Teile bestanden eben aus der Haube mit den Einlässen, einem Seitenschweller und diesem Flügel eben.
das Ganze, wie gesagt, auf dem Non-Facelift. Jetzt haben wir halt die Teile fürs Facelift bekommen. Sonst ein ganz normaler Forsa-Flügel. Man kennt, man kennt. Und auf der Haube als Alternative auch die Schnellverschlüsse, die es auch aus Motorsport sind. Deswegen ganz cool eigentlich. Wir schrauben aber tatsächlich das Maxton-Design drauf. Auch wenn der Flügel einstellbar ist. Wir schrauben das Set hier drauf, weil ich finde das einfach cool. Die Haube können wir auch mitnehmen. Und so wirkt er dann doch schon um einiges böser. Wir machen statt Sportreifen natürlich Rennreifen drauf, maximale Breite. Denn wir gehen auch ein gutes Stück mit dem Wagen. Standgas ist so böse, Leute. Die Felgen sind eigentlich geil, das gebe ich euch. Aber wir gucken trotzdem mal. Nee. Boah. Ich glaube, wir müssen wieder zu Wörsteiner, kann das sein? Rotiform oder Wörstein? Boah. Oder OZ. Oh, wow, wow, das ist jetzt fies. Das ist jetzt fies, Leute. Wir machen die Felgen danach. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, aber wir gucken danach. Also Rennkupplung, Renngetriebe. Ich würde auch gern beim Sechsgang bleiben. Wir brauchen da nicht mehr. Ein Renndiff, ganz wichtig. Frontantrieb, Rennbremsen rein. Alle Straßenbremsen, ja, okay. Einmal rein, bitte. Gewicht würde ich sogar rein machen. Einfach weil wir eben sogar schon zu leicht sind. Und jetzt Auspuff, ganz wichtig. Beim Hyundai i30 für mich. Sportauspuff, Ansaugung. Erste Stufe Drehzahl. Definitiv Schwungscheibe. Will ich Hubraum? Nee. Brauchen wir nicht. 13 PS irgendwo. 16, ja gut. Okay. PS, 490 Newtonmeter, 1,4, jo, passt. Rein da. Oh, ich hab so Bock auf diesen Wagen. Das glaubt ihr mir gar nicht. Gut, meinen Controller fallen lassen sollte ich jetzt auch nicht. Hallo, ich hab B gedrückt, Spiel. Lackierung. Wir haben natürlich das Standard Hyundai Blau schon drauf. In dem ich mitfahren durfte, der hatte tatsächlich ein... Ja, wie so ein Nardo-Grau drauf. Also ohne die Teile jetzt natürlich, ne, aber war schon geil. Wir haben hier, wie gesagt, das Standard Hyundai-Blau. Ein Rot. Komplementär natürlich mit dem da unten, das Rot, das N-Rot. Was tatsächlich sogar seitlich entfernt wird. Also ein Blau-Silber, ein Weiß, ein Schwarz und nochmal ein Blau-Silber. Aber... Wir gehen mal in die Designs. Schönes Grau auf dem Auto. Black Endline. Rockstar Blue. Hyundai Rally. Oh ja, das stimmt. Können wir auch machen. Anime. Hyundai i30 NTCR. Boah, stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Die TCR, die gibt's ja auch noch. Nee, nee. Ich hab da was vorbereitet. Weiß nicht, ob es euch gefällt. Das ist ein Überbleibsel aus alten Tagen. Der Horizon 4 Zeit tatsächlich. Von mir. Nämlich war das mal auf eine Veloster drauf. Und ich hab's ein wenig modifiziert und auf den i30 geworfen. Und ich finde, das kann man schon machen. Ein kleiner dezenter Streifen. Das N-Logo. Bisschen Decals dazwischen. Also das ist schon uralt, also ich würde es jetzt nicht mal als gut bezeichnen, aber auf der Haube N und natürlich PXH.
Ganz gut, und jetzt gucken wir eben noch mal kurz schnell nach den Felgen. Da passen ja richtig viele. Das ist ja jetzt böse. Das ist richtig böse. Wir hatten ja erst auch kurz die im Gespräch, dann habe ich auch nö gesagt. Dann waren wir bei OZ mit denen hier. Boah, das ist schon böse, ne? Zentralverschluss. Boah, das hat schon was. Das hat schon was. Muss man sagen. Endlich auf die Straße mit dem. Boah. Boah. Leute, Leute, Leute. Das ist doch mal ein Hot Hatch, Alter. Jetzt mal ehrlich. Das Getriebe und Diff hat gar keine Lust. Aber jetzt endlich marschiert er mal. So will ich die Tachonadel sehen, Herrgott, nochmal. Ist in Meilen, wenn ich es richtig sehe. Das ergibt gar keinen Sinn. Also, der Tacho geht bis 300 Meilen. Das muss man auch erstmal machen, ne? Ich glaube eher, dass denen hier ein Fehler unterlaufen ist. Dass das ein Kilometerfahrzeug ist, die aber die übersetzt. Ja, da steht's ja. Kilometer. Och Leute, nicht mal. Oh Gott! Ihr macht ein Kilo. Ihr macht ein europäisches Fahrzeug. Ihr macht ein europäisches Fahrzeug mit Kilometer-Tacho statt Meilentacho. Und dann passt ihr die Übersetzung des Meilentachos an. Was macht ihr denn bitte? Also, Playground Games. Was habt denn ihr geschafft? Oh, das ist im Nebel. Oh Gottes Willen, okay. Tut mir leid, das wird jetzt hier komplett. Aber. Wie kann man denn die Übersetzung bei sowas verkacken? Sind da irgendwie zwei Behörden wie in Deutschland nebeneinander, die nichts voneinander wissen oder wie? Das ist ein Kilometer-Tacho, Leute. Ihr schreibt sogar drauf. Wieso ist denn das dann in Meilen? Deswegen, 300 Meilen auf einem Tacho schreibt doch keine Sau. Das wäre komplett geisteskrank. Guck mal, wir sind jetzt bei 90, wir sind jetzt bei 100. Die Übersetzung passt nicht. Wenn das bei der Drehzahl wäre, okay, wir haben eine Nockenwelle eingebaut, aber doch nicht bei der Geschwindigkeit. Darauf habe ich vorhin absolut nicht geachtet. Das ist ein bisschen traurig. Das zerstört mir es als Perfektionist ein bisschen. Aber so nebenbei sind wir schon P2, also. Ui je. Na gut. Hol ich mal wieder meinen schlauen Zettel raus. Ja, wie gesagt. Oh Gott. Maxen Design, die Teile, die wir jetzt drauf haben, ist ein deutscher Teilerbauer. Der hat für viele Autos Tuning-Teile, darunter auch den Non-Facelift i30, aber wir haben ja jetzt hier den Facelift i30 Hatchback. Den gibt es hier natürlich auch als Fastback, also als Limousine in dem Sinne. Die haben wir hier natürlich nicht, offensichtlich. Hätte aber auch bestimmt irgendwas gehabt. Die Endteile sind vom Prototyp, genau. Also mit den maxten Teilen hat man schon gut mehrere hundert Euro an Kosten. Ich habe ein bisschen mal geguckt. Ich habe das teuerste von den Teilen, kostet 200 Euro fast, also 194. Die anderen dann auch so um die 90, 95, 100. Also da ist man dann schon gut dabei. So hässlich finde ich die jetzt gar nicht. Also kann man schon bringen eigentlich. Aber ist natürlich kein Carbon. Also zumindest sieht es nicht nach Carbon aus. Also ich habe irgendeine Textur verkackt. Aber naja. Weil ich vorhin die Konkurrenz tatsächlich erwähnt habe, das Hyundai i30, die hier nicht allzu sehr vertreten ist, darunter zählen zum Beispiel ein Polo GTI. Weil ein Golf ist nochmal eine Nummer drüber irgendwie. Wir haben ja jetzt getuned 380 PS, da denkt sich ein Golf ist er schon fast.
Einen Golf GTI haben wir natürlich nicht im Spiel. Auch einen Fiesta ST haben wir zum Beispiel nicht im Spiel, der eine Konkurrenz geben könnte. Aber ja, mal gucken. Vielleicht leitet der i30 ja für seine Kategorie schon was ein, könnte man auf jeden Fall sagen. Das wäre doch wünschenswert. Und wir tunen natürlich jetzt. Ja, wir wollen ja gucken, dass der Frontkratzer auch gut um Kurven geht. Uiuiuiui. Ja gut, wir haben wie gesagt Leistung dazu bekommen. Da können wir schon den Anfang länger machen, das Ende aber kürzer. Ne, doch, das können wir machen. Aber hinten auch ein bisschen. Hallo. Ein bisschen mehr in die Realität. Ticken tiefer können wir bestimmt noch legen. Oh, Leute. Wohin geht der erste Gang? 80. Mal können wir ja mal gucken, ob das jetzt reicht. Boah, das ist schon böse. Das ist schon böse, 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 Leute. Vor allem in den OZ mit... Boah, ey, Leute, ich habe wirklich was für dieses Auto über. Ist unfassbar. Und ich meine, gut, 33,5 als Preis für das, was man bekommt. In der Serienversion jetzt hier natürlich wäre doch, also ich meine, gut, im Alltag braucht man eh nicht so viel, ne, wie jetzt wir hier getuned haben, aber ist schon geil eigentlich. Ist ja trotzdem ein vollwertiger 5-Türer, also kann man sich definitiv nicht beschweren. Wäre, also das ist so eine Kategorie an Fahrzeugen, die sind einfach geil. Es ist kein außergewöhnlich teures Ding wie ein Porsche, wie ich jetzt sehe, oder ein BMW, der über 100.000 kostet. Nein, wir haben ja einfach ein Hatchback, wo ich gedacht habe, ach, wir machen mal ein bisschen dies, ein bisschen das. Launch Control hat er ja auch in echt, der hat einen N-Mode, wo die Klappen auch vom Auspuff aufgehen. Einfach mal so Spielereien. Dann bist du bei so einer Karre, die Platz hat. Du kannst mit der einkaufen gehen, du kannst alles. Bei keinen 35 neu und gebraucht kriegst du das sowieso. Wenn du es dann noch selbst gut pflegst, dann hast du hier ein gutes Auto. A-Klasse natürlich auch. Ja, da könnte ein Tick drüber. Ja, nee, eine A-Klasse ist ein Tick drüber von der Konkurrenz. Ist dann auch schon wieder eher Golfniveau. Die Hyundai ist aber auch gerade dabei, du ey. Seht euch das mal an. Ich lenk kaum ein mit dem Stick. Also wirklich kaum. Das ist krass. Ist das ein Frontantrieb da? 380 PS, 1,2 Bar haben wir jetzt. 370 PS, Entschuldigung. Selbst das, wir sind noch voll im Rennen und haben gerade uns verbremst. Der sieht so böse aus, Leute. Fun Fact, die wollten tatsächlich das Non-Facelift des Hyundai i30N schon in Forza Horizon 4 bringen. Das war auch schon eingescannt. Aber sie haben sich dann währenddessen gesagt, so ey, wenn Hyundai davon ein Facelift bringt, dann gucken wir, dass wir das lieber rankriegen. Geschlagene 4 Jahre hat's gedauert. Ja, kann man mal machen.
Ansonsten wären wir vielleicht mit dem Non-Facelift in Horizon 4 gepriesen worden. Aber jetzt das Facelift enthalten gewesen quasi. Aber jetzt sind wir doch froh, dass das Facelift so wie es ist, hier ist. Ist doch schön. Das ist doch schön. Es wäre aber auch krass gewesen, mit einem Hyundai i30 durch England zu fahren. Das, da bin ich euch ehrlich. Auch wenn mich der Tacho ein bisschen wütend macht. Ja, auch die Armaturen nachts leuchten, das ist so cool. Das ist doch ein schönes Auto, Mensch. Also ich liebe diese Season einfach nur wegen diesem Auto. Das ist halt schon hart geil. Ne, keine weiteren Fragen. Sogar in den Super Hot Hatch. Ehrlich? Wie geil ist denn das? In den Super Hot Hatch. Mit Megane RS, mit Focus RS, mit Audi RS3, mit Golf. Das ist ja geil. Mal gucken, ob wir denen das Wasser reichen können. Keine Berührung, sehr gut. Na gut, bisschen Motorbremse. Was sagt ihr so zum Klang eigentlich? Also ich bin zufrieden. Ich bin ja selten zufrieden mit sowas. Weil in echt schreit er einem auch serienmäßig die Straßen zusammen, aber doch, ich bin zufrieden, definitiv. Audi, was willst denn du? Geh weg. Oh, das ist doch einfach nur geil. Ich bin so froh, dass wir endlich mehr haben als den Veloster, das ist unglaublich. So viele Jahre hatten wir nur den Veloster, zwischenzeitlich mal ein Genesis Coupé, aber das ist dann auch wieder rausgeflogen. Aber so lange einfach nur Hyundai Veloster. Jetzt dann endlich Ioniq, Kona, i30N, vielleicht irgendwann Elantra und ein Konzeptwagen oder alles mögliche. Uns stehen jetzt mittlerweile mehr Türen offen, das ist sowas von gut. Also Horizon 6 kann eigentlich kaum bis gar nicht so krass schief gehen. Aber mal gucken, was das Forza-Jahr 2024 noch so bringt. Starten tut's auf jeden Fall echt gut. Rückkehrer aus Horizon 4, jetzt Chinese New Year mit südkoreanischen Autos. Alles wunderbar hier. Das ist Tuning, gebe ich definitiv frei. Könnt ihr dann euch vielleicht auch mal angucken, falls ihr es wollt. Auch gern Verbesserungsvorschläge beim Tuning. Ey, wenn ihr besser tunen könnt und einen Tipp habt, dann haut's raus. Da bin ich offen für. Keine 2000 Kilometer, jawohl. Also 2010 oder. Wir fahren das Ding hier ein. Oh Gott, ich nach vorne gucken beim Fahren. Hallo. Du bleibst hinten. Und damit kommt der i30N auf P1 ins Ziel. So geil. So Autos liebe ich wirklich. Da sind Tuning-Teile dabei. Geiles Tuning. Motor-Tuning. Alles super chillig. Optik geil. Solche Autos bitte, bitte, bitte mehr in Forza. Das ist sowas von cool.
Sind auch richtig gut umgesetzt. Außer eben der Tacho, aber das kann man hier noch patchen. Ich bedanke mich fürs Zugesehen haben mit den unsichtbaren Fehlzündungen, die der Hyundai gerade hat. Ich hoffe, der Wagen gefällt euch genauso gut wie mir. Bewertet sehr gerne das Video. Bis zum nächsten Mal, bis dann und ciao.